Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video wird es um das Thema Skincare gehen. Wir werden heute gemeinsam ein neues Produkt aus der Drogerie ausprobieren. Ja, worauf ich schon sehr gespannt bin, denn ich habe es extra noch nicht getestet. Ich habe mir gedacht, wir machen da heute einen Live-Test raus mit einem First Impression. Es geht um dieses wundervolle Produkt, ja, aus der Drogerie vom DM. Das ist das Balea Med Ultra Sensitive Beruhigendes Intensivserum, worauf ich sehr gespannt bin. Und ich habe mir gedacht, dass testen wir heute im heutigen Video gemeinsam aus. Deshalb bleibt auf jeden Fall gerne dabei, falls ihr Bock auf dieses Video habt und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr mich natürlich auch gerne hier unten kostenlos abonnieren. Damit tut ihr mich ganz lieb unterstützen. Ja, und zwar bin ich ja ein riesen Serien-Fan, meine Lieben. Und als ich dann dieses Produkt in der Drogerie entdeckt habe, habe ich es natürlich gerne mitgenommen. Es hat auch einen wirklich guten Preis, 4,95 €, sind 30 ml drin. Das Produkt ist auch vegan. Ich werde auch gleich ein bisschen auf das Produkt eingehen. Ich kenne mich, was die Inhaltsstoffe angeht, leider überhaupt nicht aus. Das habe ich euch schon mal erzählt. Ich benutze das, was meiner Haut gut tut. Also ich achte schon darauf, das, was gerade Alkohol und so angeht, da muss ich ein bisschen drauf schauen. Aber ich bin wirklich jemand, ich teste halt einfach gerne aus, weil was für den einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen vielleicht nicht. Und jede Haut ist anders. Deswegen halte ich mich da mit den Inhaltsstoffen gar nicht so extrem auf, sondern schaue einfach, dass es ein Produkt ist, was für mich funktioniert. Und ich habe mir gedacht, das werden wir einfach mal heute ausprobieren, weil es halt wirklich vielversprechend klingt. Es ist von der Eigenmarke von DM, das Balea Med Ultra Sensitive Beruhigendes Intensivserum ohne Parfüm und ohne Farbstoffe. 30 ml sind wie gesagt drin. Das Produkt soll vegan sein. Und hier hinten steht auch, dass es getestet ist vom Deutschen Allergie- und Asthma-Bund. Soll die Haut beruhigen und regenerieren, soll für gestresste, irritierte Haut helfen. Ja, das habe ich im Moment extrem. Und ist ein leichtes Serum, was rasch einzieht, soll die Regeneration quasi fördern, die Hautbarriere stärken. Es ist enthalten, das werde ich euch nochmal euch vorlesen, Allantoin, Panthenol, Süßholzwurzel, lindert spürbar Irritationen, Juckreiz und Trockenheitsgefühl und Aloe Vera spendet gereizte Haut. Wohltuende Feuchtigkeit. Soll man morgens und abends nach Bedarf benutzen, ein paar Tropfen entweder also auf Gesicht, Dekolleté und Hals geben, ja, ganz sanft einmassieren und soll wirklich auch für irritierte Hautpartien gut helfen und sogar als Make-up-Unterlage, was natürlich auch sehr cool ist. Ja, was die Inhaltsstoffe und Bestandteile angeht, kommt als allererstes Wasser, das ist halt der Hauptbestandteil dieses Produkts, Aloe Vera Gel und dann steht da Hautpflegestoffe, Feuchtigkeitsspender, Propandiol, Mandelöl ist mit drin, Feuchtigkeitsspender ist das Glycerin, Hautpflegestoff, Dizyl, Oleate, Emulgatoren, Panthenol, Fettsäure, Glycerid, Allantoin und so weiter und so fort. Ich werde euch jetzt nicht die ganze Liste vorlesen, weil, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Produkt nicht aus, aber was cool ist, ist davor, was davor steht, ist, dass wirklich die, welche Produkte für die Feuchtigkeit helfen, was die Hautpflegestoffe da drin sind und das finde ich sehr interessant und deswegen hat mich dieses Produkt auch sehr angesprochen, denn ich bin ein großer Fan von dieser Balea Med Reihe. Mein Sohn benutzt das Shampoo und ich auch ab und zu und was ich jetzt vorab in meinem Gesicht schon aufgetragen habe, oder besser gesagt, einmal zum Klären benutzt habe, ist das Ultra Sensitive Gesichtswasser, was ich super gerne im Moment mag. Ihr seht, ich habe es schon gut benutzt und das benutze ich immer zum Klären quasi. Das habe ich jetzt vorher gemacht. Ich habe ein bisschen Make-up drauf, um einfach ein bisschen frischer auszusehen. Ich habe Lippenstift drauf, Wimpern und meine Augenbrauen gemacht. Ansonsten ist meine Haut nackig, wie ihr seht. Ich habe extreme Rötungen in dem Bereich und auch so kleine, wie so kleine Unterlagerungen und auch ein paar kleine, wie Pigmentflecken, weil ich ja so ein Sonnenanbeter bin und im Moment ist meine Haut wirklich sehr gestresst und sehr gereizt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Produkt so ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden es jetzt einfach mal auftragen und ausprobieren und den ersten Effekt natürlich beurteilen. Es ist natürlich so, dass bei Hautpflege allgemein natürlich ein Produkt nicht beim ersten Mal direkt was zeigt, aber wir wollen ja einfach mal schauen, was es quasi bewirkt. Die Konsistenz ist ein bisschen, wie ihr sehen könnt, milchig. Das ist natürlich sehr interessant. Ist, sieht ein bisschen cremig aus. Ich bin gespannt. Und wir werden jetzt einfach ein paar Tropfen des Serums uns auf die Handfläche geben. Ich gebe jetzt mal so eine Pipette voll. Ich schaue einfach mal. Ja, das ist auf jeden Fall, ich zeige es euch mal nochmal. Auf jeden Fall sehr cremig die Konsistenz. Hier könnt ihr es sehen. Fühlt sich in erster Linie schon mal gut an. Hat wirklich überhaupt keinen Parfümstoffe, so wie es auch drauf steht. Also wirklich null. Es riecht nach gar nichts. Und dann, ihr könnt es natürlich direkt auf dem Gesicht auftragen, aber ich mag das ein bisschen lieber mit den Fingerspitzen, es zu verteilen.
Ja, also hat überhaupt kein Parfüm. Das finde ich sehr gut. Ich brauche noch ein bisschen. Ich habe hier auch ein recht großes Gesicht. Ich nehme noch ein bisschen nach. Und ihr seht das auch nochmal hier. Ihr könnt es, glaube ich, erkennen. Ja, das ist natürlich aufgrund der Konsistenz ein bisschen schwierig gerade. So, hier seht ihr das nochmal. Also es kommt ziemlich dickflüssig daraus. Ich gebe da jetzt nochmal 2 Tropfen auf meine Hand und verteile das dann im Bereich meiner Stirn. Und dann werde ich gleich einfach mal ein bisschen näher rankommen. Also lässt sich auf jeden Fall sehr gut verteilen. Das muss ich wirklich so sagen. Hat so, also nicht wie bei anderen Serien, sondern hat wirklich so eine leicht cremige Textur, was ich sehr angenehm finde. Ich bin natürlich jetzt nach dem Eincremen ziemlich gerötet, aber das ist bei mir eigentlich immer so. So, dann werde ich einfach mal gleich ein bisschen näher rankommen. Dann werden wir gemeinsam schauen, wie das Ganze so ist. Fühlt sich auf der Haut super an, zieht wirklich direkt ein. Kein klebriges Gefühl, fühlt sich sehr cremig an. Ja, meine Lieben, ich komme einfach mal näher ran, dann könnt ihr es ganz gut erkennen. Ihr seht jetzt mal wirklich alles auf meinem Gesicht. Ich war die letzten Tage so ein bisschen auf der Terrasse und deswegen habe ich extreme Sommersprossen bekommen, wie ihr seht. Ja, also ich muss wirklich sagen, es fühlt sich, der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Es ist natürlich jetzt, gerade weil ich es frisch aufgetragen habe, die Rötungen, die bilden sich langsam wieder zurück. Definitiv fühlt sich die Haut gut mit Feuchtigkeit versorgt an, das kann ich definitiv so sagen. Ist super eingezogen, ihr habt kein klatschiges Gefühl im Gesicht. Fühlt sich an wie eine gute, ja, reichhaltige Feuchtigkeitspflege. So kann man das sagen. Und ich kann mir das wirklich sehr gut als Make-up-Unterlage vorstellen, weil es wirklich sehr gut eingezogen ist. Und ihr habt trotzdem eure Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Also ich bin natürlich gespannt, wie das Ganze sein wird, wenn man es ein bisschen länger benutzt. Ja, ich habe halt extreme Rötungen in dem Bereich. Meine Haut reagiert im Moment extrem. Aber das erste Hautgefühl fühlt sich gut an. Meine Rötungen sind natürlich trotzdem weiterhin da. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich denke, dafür muss ich es auch einfach ein paar Mal benutzt haben oder ein paar Wochen benutzt haben. Aber das Hautgefühl ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Und ich denke, wenn ihr nicht so extreme Rötungen habt wie ich, sondern wirklich einfach eine normale Haut habt und vielleicht einer trockenen Hautstruktur, dann wird euch das ein noch besseres Ergebnis geben. Aber so der erste Eindruck fühlt sich schon mal sehr, sehr gut an. Also die Rötungen sind nicht schlimmer geworden, weil das habe ich ganz oft, wenn ich zum Beispiel Serien mit Säuren benutze. Ja, fühlt sich sehr, sehr angenehm an, meine Lieben. Ja, das war es auch schon. Ich wollte euch einfach nur gemeinsam für den ersten Gebrauch mitnehmen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Skincare ist für mich auch sehr wichtig, weil meine Haut extrem im Moment angespannt ist, wie ihr auch sehen könnt. Aber ich wollte gerne dieses Produkt unbedingt mal mit euch ausprobieren. Testet es gerne aus. Wie gesagt, 4,95 € ist da der Preis für die 30 ml. Fühlt sich sehr angenehm an. Kein klatschiges Hautgefühl. Könnt ihr sehr gut als Unterlage nehmen. Wie gesagt, ist auch ohne Parfüm. Es riecht wirklich nach gar nichts. Auch an den Händen fühlt es sich richtig gut an. Also muss ich wirklich so sagen, ich habe es jetzt nur im Gesicht aufgetragen. Ich werde es jetzt mal abends auch für Dekolleté und Halsbereich auftragen, damit es gut einwirken kann. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ich werde es weiterhin ausprobieren und werde euch definitiv in meinen nächsten Monatsfavoriten dazu berichten, was den Langzeittest angeht. Und ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und mich würde natürlich interessieren, wer von euch vielleicht auch schon dieses Produkt mitgenommen hat und ausgetestet habt, wie ihr es vielleicht fandet. Es würde mich natürlich auch sehr interessieren, wie eure Erfahrungen zu diesem Produkt sind. Lasst uns das gerne unten in den Kommentaren gemeinsam ja als Austausch nutzen. Und ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!